Kern der Wahrheit wäre für die Hysteriker das Gegenteil wie der Kern der Wahrheit für den Zwangsneurotiker. Für mich ist es jetzt zum selbstgenussfähigen Körper zu werden, in der Wahrnehmung des Carpe Diem, des nichtsbedeutsamen Augenblicks, in dem der Körper nur die Perlenkette der Augenblicksmomente abklappert, nichts tut, an sich selber ist, damit er sich reintegrieren kann und wieder gesundet, denn sonst bringt das alles nichts, mit einem verschiedenen Körper kann man nichts mehr sagen.